Ich bin überzeugt, Bayern und Deutschland wäre sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche halten dürfte und haben dürfte, und wir würden die Schwerkriminellen einsperren. Das war der richtige Weg. Ich habe ja oftmals schon gepostet und werde es auch heute wieder posten. Jagd ist die natürlichste Form der Nahrungsmittelgewinnung. Da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Gutes Wildbret zu essen, das glaube ich, ist auf alle Fälle auch mit dem Segen Gottes zu machen, sonst hätte er nicht Tiere und Menschen erschaffen und hätte den Menschen zum Allesfresser geschaffen und nicht nur zum Pflanzenfresser, meine Damen und Herren. Die Natur braucht mehr denn je eine ordentliche Begleitung, braucht ja Unterstützer und braucht Naturschützer, die nicht nur reden, sondern die handeln, die draußen unterwegs sind, die sich um den Artenschutz bemühen, meine Damen und Herren. Und das sind nicht radikale Klimademonstranten, die sich auf die Straße setzen, sondern das sind die Jägerinnen und Jäger. Danke für euren Einsatz. Aber wir müssen da noch eins draufsetzen. Wir müssen uns jetzt öffentlich noch mehr gegen diese Spinner zur Wehr setzen. Ich appelliere auch an euch, sich da in die Öffentlichkeit zu trauen. Ich bringe nur mal das Beispiel mit dem Internet. Wenn man da Dinge in Facebook stellt, viele trauen sich auch schon gar nichts mehr in Facebook stellen als Jäger, weil sie Angst haben, angegriffen zu werden. Aber auch dort müssen wir solidarisch sein. Da wir Dinge rein, jetzt dann eine gute Wildsalami oder gutes Essen, schreiben hier gesunde Ware aus heimischer Natur. Und wenn dann die Veganer uns angreifen, gehen wir mal gemeinsam drauf und sagen wir, wovon lebst denn du überhaupt? Du lebst doch gar nicht gesund, schau dich doch einmal an. Meistens sieht man sie ja schon in der Ausschau noch. Meine Damen und Herren.